Jo, was geht? Was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Smite. Wir spielen Yemoja in der Midlane. Was ja schon lange fällig ist. Ich habe sie schon ungefähr 100 Mal gespielt gefühlt. Moment, ich kaufe mir zwei davon. Ja, Beats wäre nicht schlecht. Sagt die Zeit. Was macht denn mein Merlin eigentlich hier? Bruder, du bist solo. Okay. Alles klar. Also normalerweise ist ja Yemoja ein Support. Aber ich habe keine Lust auf Support. Deswegen spiele ich sie lieber in der Midlane. Wo ist mein Midlaner, Digga? Was ist los hier? So. Wir reden gleich über ihre Skills, Leute. Wartet einen Moment. Gleich mal sein Speed invaden. Geht eh schnell. Glaube ich. Ah. Der kommt gerade, gell? Ja, das schaffe ich da schon. Easy. Oh, Bruder. Ich glaube, der ist tot, der Bruder. Okay, easy. So, Yemoja. Ihre Passive. Also, ihr habt keinen Mana. Das habt ihr bestimmt schon alle mitbekommen. Oder die meisten auf jeden Fall. Ihr habt 7 Balken. Das sind Omis, heißen die. Und jeder eurer Skills verbraucht eine bestimmte Anzahl von Omis. Oder euer erstes Skill ist zum Beispiel 2, die hier 3, 3 und euer Cooldown, euer Cooldown. Eure Ulti ist die einzige, die einen Cooldown hat. Die anderen Skills verbrauchen alle. Hört auf, hier rum zu spammen, ihr Hunde! Achso, der Odin will wahrscheinlich, dass sie Purple machen. Und die Medusa will es eben nicht. Ja, ja. Jetzt ist sie tot. Vielleicht gibt es Beleidigungen. Oder auch nicht. What the fuck? Eine Beleidigung. So, wir backen schnell und holen uns Book of Tough. Genau, ihr habt 7 Omis. Jeder eurer Skills verbraucht Omis, außer eure Ulti, die hat einen Cooldown. Ihr bekommt einen so einen Omi alle 5 Sekunden. Und ihr könnt diese Omis, also diese 7 Balken, auf 10 erhöhen am Ende, wenn ihr mehr Mana kauft. Also ab 600 Mana habt ihr 10 Omis. Das ist aber auch das Maximale, mehr geht nicht. Was noch? Eure Auto-Attacks, die healen eure Teammates. Also die werden dann. Weiß gar nicht wie lange. Kann ich gleich mal gucken. Für eine Zeit lang werden die dann. Bruder, du. Ich glaube, ich kann den killen, Alter. Wenn der bleibt, kill ich den. Safe. Komm schon. Also, euer erstes Skill ist so ein Bubble, das zweimal springt. Das zweite Bubble explodiert beim Aufkommen und in so kleinere Bubbles. Und das macht dann Damage. Und es slowt den Gegner noch für... Wie viel? Slow, slow, slow. 30%. Okay, oder? Nein, warte, das war der Damage, glaube ich. Slowing Enemies. Ja, 30%. Und ihr habt zweimal die 1. Also zwei verschiedene 1. Die erste 1 sind ja diese Bubbles und die zweite 1 wechselt dann zu so einem Stun. Also so Strahlen, die von rechts nach links, also von links und von rechts nach in die Mitte gehen. Das hier wird, glaube ich, riskant, weil ich habe keine Omis mehr. Vielleicht schaffe ich es trotzdem. Oh, steht nein. Der Molten hier. Nein, das ist, ach, verfickte. Okay, das war blöd von mir. Genau, euer zweites Skill ist so ein Stun. Also aber nur dieser Strahl ganz in der Mitte. Nur der Stun. Der Rest Stun nicht. Holen wir uns schnell Boots.
Euer zweiter Skill schickt schon Wasserstrahlen nach vorne. Macht Damage. Healt euch eure Teammates, die in der Nähe sind. Außer auch wenn ihr nur einen trefft. Und Beispiel hier ist einer eurer Teammates. Und die da drum herum, die werden auch gehealt. Ich weiß nicht, ob. Ich bin mir nicht sicher wegen dem Healen. Aber die kriegen ein Schild auf jeden Fall. Also alle kriegen ein Schild. Und ihr selbst kriegt auch ein Schild und noch ein Heal. Oh. Bruder. Ja. Sollte ich jetzt nichts machen? Scheiße. Hätte ich den stunnen können, hätte ich den viel Damage gemacht. Wir machen mal schnell die Midcamps. Oh, ich könnte eigentlich rechts ganken, oder? Ja, die kämpfen weiter. Ich gehe nach rechts. Ich habe kein Ulti, aber ich habe gleich meinen Stun. Ja, Digga, die kennen wir auf jeden Fall. Also, ihr habt den Heal, Bruder, du bist tot. Naja, ging ganz okay. Eigentlich hätte ich beide killen können, aber scheiße. Ich hab die Bastet nicht getroffen. Ja, gehen wir zu unserem Red. Ist schon Level 7, Digga, richtig nice eigentlich. Stabil! Euer dritter Skill ist so ein Janus-Portal mäßig. Nur dass ihr euch nach vorne und eure Teammates nach vorne schießt. Aber auch eure Gegner, soweit ich weiß. Also der Skill ist irgendwie komisch. Also irgendwie können die Gegner auch dadurch und die kriegen dann, werden dann auch eben nach vorne geschossen. Je nachdem aber, wo ihr diesen Portal, sag ich jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, hinsetzt, werdet ihr nach vorne geschossen oder nach hinten. Boah, dieser Stun ist so krank, Digga. Hat er gerade gebeat? Bruder, ein bisschen zu spät mit dem Beat. Ab, spring. Komm schon, na. Nein, was? Der hat's überlebt? Ich glaub's ja nicht. Also wie ihr seht, wenn ich den jetzt einmal mit meinen Auto-Attacks treffe, dann kriegt er immer so einen Tick mit dem Healing. Also immer so plus 3. Also ihr müsst dann auch nicht mehr ganze Zeit Auto-Attacks machen, sondern es geht eine Zeit lang. Okay, ich keine Ahnung, was der Poseidon sich dabei gedacht hat gerade. Der Bruder will mich ficken, Alter. So. Kill jetzt meine Ulti, aber normalerweise. Na warte, zu der Ulti kommen wir gleich. Wir holen uns nach das da und jetzt haben wir schon hier unser Mana-Balken voll und wir haben 10 Omis. Also Boost und also ja, 600 Mana. Und ihr habt schon, also es sind zwar jetzt 500, aber wir haben ja noch am Anfang noch 200 Mana gehabt oder sowas. Das ergibt dann schon über 500. Wir holen uns auf jeden Fall noch Cooldown. Genau. Also, wie ihr gesehen habt, schießt der Portal hier euch nach vorne. Ihr kriegt Movement Speed extra, eure Teammates auch, die da durchgehen. Und ihr seht ja da vorne noch, da wird so ein bisschen türkis. Wenn ihr das da hinsetzt, dann dreht es sich das. Der Effekt um und ihr, wenn ihr da durchgeht, werdet ihr nach hinten geschossen und eure Teammates auch, die Gegner auch. Der wird auf der Duel Lane irgendwie gefickt gerade. Ah, ist der Red ist da. Ich will mal sneaken, Alter. Nein, komm schon, ich muss nur ein Auto-Attack machen. Die Tuss ist broken, Digga. Ich hab sogar den Red bekommen, Alter. Also ja, sie ist nicht broken. Aber ihr wisst ja, wie sagen zu allem broken. Der ist broken. Sobald ein Gott gut gespielt wird, ist er broken. Ansonsten nicht. Das Geile ist eigentlich, dass ihr kein Mana und keine Cooldowns habt. Ihr könnt die 1 eigentlich ganze Zeit spammen. Also Clearen ist ungefähr OP bei der. Und auch hier eine Ward. XP, hier sneaken wir uns auch noch. Ich bin schon Level 11, Alter. Haben wir schon Bruder? Hier das, bevor ich gehe? Ja, nice.
holen wir uns das da, Alter. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich hab Beats. Wieso habe ich vorhin nicht gebeats? Ich bin so dumm. Dummheit sagt Hallo gerade zu mir, Alter. Bruder, was los? Ganz scheiße. Kommen wir zu der Ulti. Ulti, ganz easy. Zwei fette Wellen, die von rechts und links aufeinander stoßen nach einer gewissen Zeit. Die Gegner werden zu 90% geslowt, Leute. Fuck you, Alter. Komm schon, Bruder, du kriegst einen Heal von mir. Nein, Mann. Alter, was für ein Damage, Mann. Guck mal, der kann jetzt nirgendwo hin. Du kannst auch nicht dahin, Bruder, weil ich dich ficken werde. Verdammt, es wird ein 10 Minuten geben. Bitte gebt nicht auf, Alter. Ich will endlich mal ein Emoja-Video hochladen. Ja, die Wellen treffen aufeinander. Die Gegner werden kriegen Damage, werden geslowt um 90%. Das verringert sich alle, ich glaube, jede Sekunde um 30%. Also der Heal ist schon krank. Hat der Poseidon jemals ein Red bekommen eigentlich? Der Bruder, der leidet. So, wir gehen nach rechts. Mit Tower kriegen wir auch. Oh, easy. Gib mir den Kill. Ich bin ein Kill. Mein Kill. Ach du. Und? Also, ich skill jetzt meine zwei. Weil meine Ulti. Das Problem ist, die Ulti von Yomoda, die kann echt leicht ausgewichen werden, wenn ihr einen Jump habt. Und wenn ihr irgendwie speedy unterwegs seid. So ein Kukulkan zum Beispiel. Hatte ich echt Schwierigkeiten zu treffen, weil er einfach seine 2 eingesetzt hat. Und mit seinem Movement Speed ist er einfach immer raus aus meiner Ulti. Deswegen, wenn ihr ultet, versucht zu schauen, ob ihr euren Stun habt. Oder euren Bubble eigentlich auch. Und ihn zu treffen, damit ihr ihn slowt oder stunt, damit er drin bleibt. Sonst ist es echt leicht, aus der Ulti rauszukommen. Ihr könnt aus den Seiten natürlich nicht raus. Also ihr könnt schon raus. Die Gegner können aus den Seiten nicht raus. Aber vorne ist ja halt frei. Deswegen ist es da schon manchmal schwierig zu treffen. Ich bin Level 14, Alter. Ich werde die alle ficken. Ich gehe sowas von Full Damage. Ah, Cooldown, Digga. Ich gehe gleich auf Tahuti. Wir holen uns einfach hier Spear of the Zone. Spear of the Isolation. Wir holen uns Blink, weil Blink ist ja OP. Bin gerade nicht so auf Aegis, weil irgendwie brauche ich sie nicht. Aber Kronos Pendant hole ich mir, glaube ich, trotzdem, Alter. Wir gehen Full Cooldown. Dann kann ich ganz halt meine Skills spammen, Alter. Endlich mal ein Yemuja-Game, das ich hochladen kann. Meine Träume werden wahr. So. Auf in den Krieg! So, wie ihr seht, ist er einfach raus, weil... Naja, ist einfach easy, da rauszukommen. Der Gott ist broken! Okay, ich bin Level 14, ich bin Meister. Ja klar, dass er broken ist, aber jeder Gott broken. Oh mein, naja, Speedbuff ist wichtig. So. Oh, ich gehe nach links, also. Fuck. Kann ich da was machen? Was habe ich gerade in meinem Bubble? Bubble. So. Komm schon, ulte mich. Ich hab Beats. Okay, ich fick dich mit Auto-Attacks. Nein, Digga. Verdammt. Ich hätte doch. Hätte doch Cooldown holen sollen, dann hätte ich ihn gefickt. Kein Problem, Bruder. Der ist ja tot. Oh, scheiße, der hat überlebt. Digga, Loki Jungle, Alter. Ich krieg Augenkrebs. Warte, guckt euch den Hund an. Guckt ihn euch an. So, ich bin Level 15, Alter. Ich bin einfach 6 Level über Poseidon. Und ich glaube, ich werde den Jungen töten, Alter, wenn ich den sehe. Schnell mal kurz unseren Red holen. Alter, rechts ist eine fette Wave.
Oh, Bruder, ich komm. Der ist gesprungen. Nein, der ist noch durchgekommen, Alter. Ich glaub's ja nicht. So, hier hast du Heal, Bruder. Keine Sorge, ich hab dich. Oh, jetzt kommst du nicht. Nicht schon wieder so ein Auto-Attack-Battle. Fuck! Oh, Loki, Digga, hast du gerade dein Ulti nicht getroffen? Bruder. Würfel! No. Verdammte Scheiße. Ah, okay, ich bin am überlegen, ob ich mir irgendwie Breastplate könnte ich mir holen, statt. Ja, Breastplate hole ich mir, Alter. Weil die haben einen Bastet. Denn wir, Izanami. Poseidon ist nicht so der Burner jetzt, deswegen macht er mir gerade keine Probleme. Weil ich verliere immer diesen scheiß Auto-Attack-Battle am Ende, Alter, weil ich keine Skills mehr habe. Ich hab's noch nicht mit dem Portal, diesen rückwirkenden, dass die nach zu mir springen, habe ich noch nicht geschafft, irgendwie in einem Kampf richtig gut einzusetzen. Das ist irgendwie schon schwer, die dann zu treffen, finde ich. Also auf dem Portal, da. Ja, ich nenne das zwar immer Portal, aber ist ja kein Portal, aber darauf würde ich mich nicht so fokussieren, wenn ich euch wäre. Wenn ich euch wäre, wenn ich ihr wäre. Deutsch ist da. Freunde, ich komme. Vielleicht kommt eine fette Ulti, Digga. Gib mir den Triple Brutal Gang! Dive! Hier hast du einen Heal. Hier hast du einen Stun. Hier hast du einen Tod, Digga. Wieso hat der den Kill bekommen gerade? Kapier ich nicht. Wo seid ihr? Sein Red Buff ist da. Gleich mal sneaken, Alter. Mal fortsetzen. Verdammt! Dann pushen wir das. Gib mir. Gib mir den V. Erst ein Heal. Dieser Heal, ich glaube, den kann man nicht mit Life-Steal-Items irgendwie stacken oder sowas. Ja. Muss kurz back. Warte mal, kann ich mir direkt Breastplate holen? Genau. Das hier finde ich jetzt auch scheiße. Das ist irgendwie verbuggt manchmal, wenn man. Ich glaube, wenn ich auf Movement Speed gehen würde, jetzt zum Beispiel richtig fett, und ich würde den hier so setzen gleich, wäre ich schon durch, bevor das überhaupt. Bevor das Ding überhaupt da ist, und dann wirkt das irgendwie nicht. Bruder, ich bin da. Komm, wir ficken die, Alter. Wo sind die? Save yourself. Verdammt! Ihr entkommt mir nicht, ihr Hunde. Nein, der bleibt nicht. Verdammt. Egal, es geht los. Tot. Tot! Hier hast du einen Heal, Bruder. Wir hätten eigentlich den rechten Tower nehmen, wenn die Minions da. Oh mein, naja, da ist ein Red Buff. Da ist kein Red Buff. Flut. Gegner. Egal, da ist ein Poseidon. Bruder. Ja, Blink, dein Leben ist zu Ende, Alter. Ist einfach zu Ende. Also Leute, das sieht zwar gerade easy aus, gell, aber ich habe schlechte Gegner erwischt. Nicht irgendwie denken, ich bin jetzt der Überburner mit dem Gott. Ich habe gerade echt schlechte Gegner erwischt. Merke ich jetzt. Also. Aber ich glaube, ich lade das Game trotzdem hoch. Ist irgendwie witzig. Und ihr seht dann auch mal den Gott. Also nicht denken, ich bin jetzt voll gut in dem Game, weil ich die fertig mache oder so. Ist gerade eine Low-Elo, glaube ich.
Ja gut, ist auch mein Smurf-Account, also. Oh, warte. Okay. Fire Giants. So, Bruder. Erstmal noch ein Heal, ein Schild. Und eure zwei, muss man auch noch dazu sagen, die macht bei Leuten, die ein Schild haben, extra Schaden. Ich glaube sogar dreifach am Ende, wenn die fertig geskillt ist. Warte. Genau. Bonus Damage to Shields mal 3. An enemy has been bested. Das ist schon fett. Ja, ist okay, Digga. Shit. Oh, da macht doch was. Nein. Ja, wie ihr seht, kann man das einfach leicht ausweichen. Wo ist der, Bruder? Wo ist der hin? Ah, das ist rechts. Ja, okay, Loki wird den schon kriegen. Da ist immerhin ein Red Buff, Digga. Wie wichtiger. Okidoki. Hat mal Zeit, dass wir den zweiten Mid-Tower hier auseinandernehmen. Bruder, ich hab Schild für dich. Okay, du springst aus meinem Schild raus. Tia! Bruder, ich brauch Schild. Nein, Digga, du bist drunter gesprungen. An enemy has been slain. Okay, mal kurz Healing. Auto-Attack, Auto-Attack. Ich brauche noch ein Schild. Alter, dieser Schild mit dem Healing ist zwar, ich fall übel krank. Stellt euch mal vor, ihr habt später übelst den Cooldown. Hier, da ist. Schild ist broken. Wenn wir mal den Scheiß hier nehmen. Oh, den kommt zu mir, Bruder. Alter, okay, okay, okay. Ich habe gerade was bemerkt, was auf jeden Fall gesagt werden sollte. Ich war gerade zu weit weg von Loki. Ihr habt gesehen, ich habe mich ihn mit meiner 2 getroffen. Der hat ein Schild bekommen. Aber ich habe kein Healing und kein Schild bekommen. Also gibt es dafür auch eine Range. So wie uns. Kein Chronos Pendant, weil ich habe schon 40% Cooldown. Ah, oh, Book of the Dead wäre nice eigentlich, weil ich habe so viel Mana. Ich werde clear, der Jungle clear ist abnormal. Bruder, ich will dich nicht. Ich brauche hier den Poseidon. Ach, scheiße, der arme Mann. An ally has been slain. Stay alert. Unstoppable. Elegant and dangerous. Nicht durchlassen, den Bruder. Der Gott ist broken, Digga, wenn du. Alter, wenn du gefeedet bist, bist du ein Hund mit dem Gott. Ah, scheiße. Michael. Digga, ich spam hier einfach meine scheiß Abilities durch. Au. Gib mir ein Schild, gib mir ein Heal. Ich hab gleich Ulti, Bruder. Ja, hast du ein bisschen Healing, nochmal. Warte, warte, hier hast du nochmal Healing, Digga. Alter, der Scheiß ist broke. Ich schwör, der Scheiß ist einfach broke. Können wir irgendwas machen? Können wir irgendwas Gutes machen, Leute? Können wir den runterbauen, Merlin?
Okay, ich glaube, Fire Giant ist unwichtig in Low Elo. Habe ich irgendwie mitbekommen gerade. Dann pushen wir eben hier links. Also sorry für dieses Low-Elo-Game, Leute. Ich habe leider einen Deserter bekommen bei meinem Hauptaccount, deswegen musste ich jetzt damit zocken. Ah, fuck you. Ja, ich kann gerade machen, was ich will, weil ich bin broken. Ich bin doch nicht broken. Okay, ich habe gerade nichts getroffen. Alter, hätte ich Book of the Dead gehabt. Egal, jetzt werden auf jeden Fall alle auseinandergenommen. Können wir Fire Giant machen? Können wir groupen? Let's group and. So. Dieses Game dauert zu lange, wir hätten schon längst gewinnen können. Einfach nur groupen, weil ich bin defeated sein Vater. Dieser Name macht sich aber auch gut. Komisches Fendierbild. Komm her, Leute. Boah, ich bin so speedy. An enemy has been slain. An enemy has been bested. Double kill. Divine. So, wir können locker pushen. Triple kill. Attack the Titan. Ja, Leute, das war's zu Yemuja. Macht tierisch Spaß, wenn ihr auf Cooldown geht. Ihr könnt die ganze Zeit eure scheiß Ability spammen, Alter. Krank. Ja, Leute, schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.